wir befinden uns hier bei der IEEE Extreme Programming Challenge. Das ist eine 24-Stunden Programmierschlacht, wo wir also innerhalb von 24 Stunden ein gewisses Maß oder eine gewisse Anzahl an Aufgaben erledigen sollen und uns hier in Echtzeit mit mehreren hundert oder tausend Teams aus der ganzen Welt konkurrieren. Das Coole daran ist, dass man erstens einmal das Ganze auf einmal macht. Also das heißt, wir möchten wirklich innerhalb von 24 Stunden das Ganze lösen. Das heißt, zusätzlich zu den kniffligen algorithmischen Aufgaben kommt hier noch die Ausdauer, die man dafür braucht. Wir können hier im Team arbeiten, es ist eine sehr gute Stimmung, es macht wahnsinnig viel Spaß und es fordert halt wirklich die eigenen Programmierkenntnisse und die eigene Ausdauer. Mittlerweile haben wir es ein bisschen über 15 Stunden hinter uns gebracht. Das ist also eher die Augenring-Challenge mittlerweile, weil die Leute schon sehr müde sind, aber wir kämpfen trotzdem weiter und versuchen unser Bestes, um hier möglichst viele Aufgaben zu lösen und für die Uni Klagenfurt ein möglichst gutes Ergebnis herauszuholen.